Hallo, willkommen zur Ron-Alex-Briefmarken-Ecke. Heute mal einen Blick nach draußen. Wir haben nun das Saarland, Danzig und das Sudetenland hinter uns gelassen. Und nun schwenken wir wieder zurück in das Deutsche Reich. Und passend zum heutigen Thema dann auch, möchte ich euch jetzt das Winterhilfswerk des Deutschen Reiches näher bringen. Das Winterhilfswerk wurde im September 1933 gegründet, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Spenden zu sammeln gegen Arbeitslosigkeit und Armut. Und nun möchte ich euch mal einige schöne Sätze des Deutschen Reiches mal etwas näher bringen. Für euch könnt ihr nun die Ausgaben des Deutschen Reiches sehen, die Ausgaben des Deutschen Reiches zum Winterhilfswerk. Wie ihr hierbei auch schön erkennen könnt, haben alle Ausgaben des Winterhilfswerks einen Zuschlag, sprich für allgemeine Wertstufe 3 Reichspfennig plus 2 Reichspfennig, die als Zuschlag für das Winterhilfswerk eingesetzt wurden. Sprich, als Beispiel, diese Marke kostet 8 Reichspfennig und von diesen 8 Reichspfennig galten 5 Reichspfennig für den Versand und die anderen 3 Reichspfennig hierbei wurden eingesetzt, um das Winterhilfswerk zu unterstützen. Die Ausgaben des Winterhilfswerkes sind wirklich sehr, sehr schön gestaltet und gehören meines Erachtens zu den mitunter schönsten Serien des Deutschen Reiches. Hier könnt ihr nun die Ausgabe mit verschiedenen Schiffen erkennen. Weiterführend dann die Michelnummer 675 bis 638 des Winterhilfswerks. Hier seht ihr nun verschiedene Regionen des Deutschen Reiches, auch wieder wirklich sehr, sehr schön gestaltet, diese Marken, wieder sehr, sehr detailreich gestaltet. Und auch hier erkennt ihr wieder die Zuschläge, die hier aufgeführt sind, von 3 Reichspfennig plus 2 bis abschließend 40 plus 35. Und abschließend zum Winterhilfswerk möchte ich euch noch die Michelnummer 751 bis 759 zeigen. Hierbei werden jetzt historische Gebäude aufgeführt. Auch diese Briefmarken wirklich wieder sehr, sehr schön und die Serie wirklich auch wieder sehr, sehr schön gestaltet. Aber es gibt nicht nur das Winterhilfswerk als schöne Ausgaben, sondern zum Beispiel zu den Olympischen Spielen, wo ich jetzt komme im Deutschen Reich, wurde wirklich auch ein sehr, sehr schöner Satz vorausgabt, wie ihr erkennen könnt, auch wieder Zuschlagswerte. Die Zuschläge würden für den Sport verwendet und auch hier könnt ihr dann wieder diese 3 Reichspfennig plus 2 Reichspfennig erkennen, abschließend 40 plus 35 Reichspfennig und hierbei sind überall Sportarten abgebildet, die während den Olympischen Spielen durchgeführt wurden. Wie gerade noch angesprochen, Nummer 609, Turn am Rick, bis zur Michelnummer 616, der Jagdspringer, den man abschließend auf diesem Markenbild erkennen kann. Und zu guter Letzt, was ich euch heute noch zeigen möchte, eine kleine Besonderheit. 50 Jahre Helgoland. Von vornherein eine normale Briefmarke, aber ihr könnt erkennen, 6 plus 94, wieder eine Zuschlagsmarke. Und der Zuschlag ist wirklich sehr, sehr hoch hier. Ihr habt hier 6 Reichspfennig zu 94 Reichspfennig und dieser Zuschlag kam dann auch entsprechend den entsprechenden Organisationen zugute. Und das Besondere an dieser Marke hierbei ist, zum einen ein schön herausgearbeitetes Markenbild, dann könnt ihr hier diese Sandsteinfelsen, das markante Bild von Helgoland natürlich erkennen. Und das Besondere an dieser Marke ist, sie ist mehrfarbig. Wir erkennen nun das erste Mal, dass ein Markenbild sich aus verschiedenen Farben zusammensetzt. Wir hatten es davor ja immer mal wieder, dass wir eine Marke hatten, die dann überdruckt war oder überstempelt war mit einer anderen Farbe. Aber hierbei erfolgte der Druck wirklich verschiedenphasig, sodass auch mehrere Farben zum Einsatz kamen. Wie gerade angeführt, Ausgabetag war das 9. August 1940, Michelnummer 750, 6 plus 94 Reichspfennig, hat also eine Reichsmark gekostet und diese Briefmarke ist sehr, sehr markant und auch wirklich sehr, sehr bekannt für das Deutsche Reich. Die Marken, die ich euch heute gezeigt habe oder zeigen konnte, vielen Dank dafür an Oliver vom Fila Forum. Ich habe einige Abbildungen von ihm erhalten und vielen Dank dafür. Und ich hoffe, euch dann in der nächsten Ausgabe dann doch mal die ein oder andere schöne Ausgabe und auch Serie des Deutschen Reiches etwas näher bringen zu können. So, ich hoffe, es war interessant. Ihr konntet einige Eindrücke mitnehmen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Wintertag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!